Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Desolate. Ach du Scheiße, ja, wir müssen hier irgendwie vorankommen, Leute. Wir sind total am Arsch, falls ihr das vergessen habt. Auseinanderbauen. Einfach nur so. Das spielt bei meinem Gewicht jetzt eh schon keine Rolle mehr, was ich da auseinanderbaue und was nicht. Ich nehme das aber alles mit. Weil ich... Kaninchen. Das ist doch kein Kaninchen, das ist vielleicht Kaninchenfutter, ja. Weil ich habe das ganze Zeug nicht umsonst eingesammelt. Das definitiv nicht. Aber wir können vielleicht was von den Waffen weglegen. Das Ding heißt jetzt wie Armatur. Und hier ist noch eine Armatur. Das kann man auf jeden Fall, oder wie auch immer man das ausspricht, eines auseinanderbauen. Ja, die Schaufeln lasse ich jetzt mal. Die sind auch gut. Und ich esse noch mehr. Warte, bin ich denn überhaupt verletzt? Nein. Okay, dann gehen wir jetzt einfach weiter. Natürlich, da ist ein Tor und das blockiert alles. Natürlich. Logisch. Was konnte ich auch anderes erwarten? Lass mich raten, ich komme da jetzt nicht durch. Natürlich. Ist doch völlig normal. Ganz klar, dass ich da jetzt nicht durchkomme. Alter, warum leckt das jetzt? Mach doch hier einfach auf. Guck mal, das kann man ganz leicht aufmachen. Ja, nice. Das heißt, ich habe mich hier völlig umsonst durchgekämpft. Ja, geil. Ich gehe jetzt nicht extra da oben lang. Das dauert nur mega lange. Na, wahrscheinlich müssen wir hier erst viel später hin. Und ich bin jetzt schon hergekommen. Boah, leck mich am Arsch. Wirklich mal, das ist doch scheiße. Ich habe gedacht, hier geht's am schnellsten nach Hause. Fuck. Das heißt, das alles, was wir jetzt gemacht haben, war quasi umsonst. Toll. Am Ende komme ich hier durch den Tunnel gar nicht nach Hause, sondern irgendwo ganz woanders hin. Das wäre am allerbesten natürlich. Logischerweise, ne? Bastard, Alter. Diese Bastarde. Die wollen mich hier klein kriegen. Aber das werden sie nicht schaffen. Die werden mich schon töten müssen, damit ich aufgebe. Und das haben sie auch schon ein paar Mal gemacht. Das heißt, sie können es schaffen. Verdammt. herstellen kann ich nichts. Gut. Ich suche halt wirklich nach Heilung. Irgendwas, das was alles heilt. Ich bin so blöd, warum habe ich das verbraucht? Ich bin komplett am Arsch. Jetzt darf ich mir zu Hause erstmal ein neues kaufen. Halt so ein Ding, was alles heilt. Das ist ja auch genau das, was ich jetzt suche. Ich suche gerade alles, was irgendwie mit Heilung zu tun hat. Was ist das? Grünes Konzentrat. Nehme ich mal mit, weil ich weiß nicht, was das ist. Okay. Hab's jetzt einfach mal mitgenommen. Arschloch, nicht schon wieder einer mit Schusswaffe. Ich weiß halt nicht, ob das bei nur Schusswaffe was bringt, zu blocken. Aber ich lasse es. Ich blocke einfach mal. Alter, willst du mich verarschen? Und der trifft auch noch so gut. Aber im Nahkampf bin ich überlegen, weil ich die bessere Ausdauer habe. Boah, was hat denn der für eine Waffe, Alter? Der hat voll den krassen Hammer. Von dem Hammer darf ich mich nicht so einfach treffen lassen. Okay, der macht gar nicht so viel Damage.
Nee, die machen alle gar nicht so viel Damage. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Rüstung oder sowas. Aber ich find's gut. Der haut ja weiter. Ja, der kann auch gerne wegbleiben. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Alter, wie viele Leute sind das? Nee, 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 nee. Ich würde gerne was essen. Irgendwas, damit ich mich heilen kann. Ist das da oben vielleicht ein Erste-Hilfe-Koffer? Den könnte ich so ein bisschen brauchen. Ich bin halt, weißt du, ich bin halt schon halb tot. Ich kann nicht mal mehr springen, merke ich gerade. Und trotzdem kann mich irgendwie gerade keiner besiegen. Was ist das? Verdickungsmittel brauche ich nicht. Toaster, den brauche ich für mein Dings. Servus, mein Freund. Hast du dich geheilt? Komm, bringen wir es zu Ende. Irgendwie machen die halt gar keinen Schaden. Ich weiß auch nicht warum. Der scheint viel Heilung zu haben. Aber hör bitte auf, meine ganze Munition zu verbrauchen, ja? Ach nö, da kommt noch einer. Scheiße, jetzt bin ich tot. Ja, jetzt bin ich ziemlich am Arsch. Ja, das war's wohl. Fuck, dagegen komme ich nicht an. Scheiße. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Toll, ich kann mich wieder nicht zurückziehen. Geh doch einfach, geh. Geh bitte einfach. Ja, geil. Okay, das war's. Wir sind zu Hause angekommen, Leute. Das ist doch so scheiße. Hatte ich noch Munition in meiner Schusswaffe? Och nö, das wäre so kacke, wenn ich das jetzt einfach vermasselt hätte. Damit hätte ich es nämlich noch irgendwie klären können. Und das weiß ich jetzt nicht. Scheiße. Und natürlich haben wir alles verloren. Ja. Nice. Gerade finde ich einen Toaster und dann... Cool. Cool. Ey, was ist denn das? Die waren ja komplett übermächtig. Die haben gar nicht mehr aufgehört, auf mich einzuschlagen. Toll. Scheiße. Dreckspenner. Ach, Mann. Habe ich mich umsonst da komplett rumgequält. Was kann ich denn herstellen? Natürlich kann ich gar nichts herstellen. Weil ich nichts mehr habe, wegen diesen dreckigen Dreckspissern. Boah, das ist jetzt echt scheiße. Das ist jetzt einfach nur scheiße. Hier, ich nehme jetzt einfach mal alle meine Sachen auf. Und zerlege die, die ich nicht brauche. Okay, das hat sich erledigt. Ach man. Ich hatte so viele Sachen. Das muss ich echt jedes einzeln auswählen. Alter, das ist ja voll nervig. Ach, ich kann die doch auseinanderbauen. Ja, nee, einen Topf, den brauche ich tatsächlich doch schon öfters. Hinüber.
Darum lasse ich den jetzt. Ach man, völlig umsonst darum gequält, nur weil die mich jetzt unbedingt töten wollten. Ja nee, ist klar. Oh, ja, schön. Es wäre so geil gewesen, wenn wir das irgendwie geschafft hätten noch. Wenn ich das noch irgendwie geschafft hätte natürlich. Und warum ist es jetzt auf einmal wieder dunkel? Scheiße, ich hatte eigentlich so viel vor mit dem ganzen Zeug. Hilfe für die Wissenschaft. Ich hatte so viel vor und jetzt ist alles für den Arsch. Natürlich. Oh, wir können jetzt ein paar Sachen mehr herstellen. Das ist interessant. Warte mal. Wie ging das? Genau. Perks ansehen. Ihre Augen haben sich ans Dunkle gewöhnt. Ja, gut. Tief einatmen. Ja. Sie können jetzt viel besser Waffen herstellen und die Chance einer Zusatzreparatur ist gestiegen. Ja, ich würde sagen, am ehesten noch das. Schleichen. Sie sind gut darin, bei dem Händler Rabatte zu... Ja, das brauche ich jetzt wahrscheinlich. Dass sie bei der Herstellung des Bauteils einen ebenso dazu... Ja, ich nehme das hier. Lagerexperte... Gut, Chance des Kunai beim Wurf nicht zerbrechen. Ich habe zwar noch kein Kunai gefunden, ich nehme lieber das hier. So, weil dann finde ich die Pflanzen und sowas besser, das finde ich ganz cool. Hey buddy, hope you don't mind that I tossed you that job for that strange biologist guy. Nope, I don't mind. Thanks. Ja, danke, got Josh. A job for you too. What kind of job? There's a weather station here on the island. It's been abandoned for ages. Though out of operation. Reinstall some antennas and start it up. Where do I find this weather station and get the antennas? The weather station is in sector D7. The antennas should be located inside. Der ist ja voll zwielichtig irgendwie. Steht er da so komisch da? Okay, der hat aber nichts. Boah, das ist so ärgerlich, wirklich. Ich wollte das alles verkaufen und damit cooles Zeug machen und so ein Scheiß. Und dann... Ah. Boah, das ist alles so teuer. Also ich brauche jetzt eigentlich nur Waffen, Zeugs zum Heilen, also halt auch Essen und sowas. Und den Rest kann ich mir selber irgendwie organisieren. Nice to see you. How can I serve? So, ich brauche auf jeden Fall so ein Allheilmittel-Dings, wenn der sowas hat. Irgendwas, was alles heilt. Mann, die Sachen waren so gut. Die werden sich wahrscheinlich jetzt voll über meinen Rucksack hermachen. Okay, der hat nicht so ein Dings, was alles heilen kann. Scheiße. Das brauche ich nicht unbedingt. Doch, hat er. Ja! Und kostet 1005. Aber ich brauche das tatsächlich. Nee, was ich jetzt am dringendsten brauche, sind Waffen und Essen und sowas. Was ist das? Aha, Feuerwehrmann. Brennt. Betäubung. Wie viel? Ich sehe den Preis nicht. Haltbarkeit, Reparatur, brennt, Betäubung. Okay, dann... Ich weiß nicht, kann ich das dann überhaupt schon haben? Nee, kann ich gar nicht haben.
würde da auch der Preis dabei stehen. Aber ich nehme auf jeden Fall den Hammer mit. Den Hammer nehme ich definitiv. Und dann braucht man auf jeden Fall noch was zum Trinken, ein paar Sachen. Alter, wie teuer ist das, ey. Und ein bisschen was zum Essen braucht man auch. Oh, wir hatten so viel geiles Zeug und jetzt ist alles weg. Genau, ein Grundstoff für Granate. Ja, toll, braucht man eigentlich nicht. So. Come again. Ja, geil, du bist ein Scheißhändler, weißt du das? Okay, bei wie vielen Minuten sind wir? Ah, ja, alles klar. Dreckshändler, Alter, hat mir mein letztes Hemd ausgezogen. Kann man sagen. Hä? Warum? Achso, ja, weil ich hier im Lager bin, natürlich. So, wo ist denn die nächste Mission? Warte mal, hier hätte ich irgendwo was auffüllen können. Scheiße, warum habe ich das nicht gemacht? Wahrscheinlich braucht man dafür eine leere Flasche. Nehme ich jetzt einfach mal an. Warte, ich habe jetzt hier ein Wasser, das hatte ich vorher nicht. Habe ich jetzt zwei Wasser? Tatsache! Wie viel kann ich denn da mitnehmen? Drei? Dann hätte ich mir ja gar nichts zu kaufen brauchen. Vier? Okay, das kostet halt auch Gewicht, ne? Fünf? Ich kann anscheinend unendlich mitnehmen. Alles klar. Passt doch eh ganz gut. Ich kann wahrscheinlich nichts herstellen, ja. Wasserreinigung kann ich machen, ja. Das muss natürlich zuerst gereinigt werden. Das ist natürlich klar. Es wird nicht mehr ganz sauber sein, genau wie ich. Aber wir haben die Mission geschafft. Das ist ja schon mal was, ne? So. Immerhin konnten wir unsere Mission abgeben. Ich weiß nicht, ob das gut ist für mein Video. Ich werde ins Feuer springen. Ich weiß nicht, ob man das so gut hört. Okay, das scheint jetzt fertig zu sein. Ah nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Map. Wo muss ich denn überhaupt lang? Ich sehe es gar nicht. Ich habe jetzt auch schon vergessen, was ich überhaupt tun muss. Was muss ich machen? Ich kann ja hier in meinem Tagebuch nachschauen. Was muss ich denn machen? Die Wetterstation im Sektor D7 finden. Gut, das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Gerade so. Wir haben uns ja dann doch ziemlich durchgemetzelt hier. Auch wenn wir am Ende verloren haben. Das heißt, wir brauchen nicht mehr so viel Angst zu haben. Wir haben schon Härteres gesehen. Was ist das Weiße dort hinten? Ich will's gar nicht wissen eigentlich. Nicht unbedingt, ich kann darauf verzichten. Ich habe keinen Bock schon wieder irgendwie 1000 Kilometer laufen zu müssen. Das mache ich nicht mehr. Aber was ich jetzt wieder machen kann, ist alles durchsuchen. Und den Typen da zusammenschlagen. Deine Kumpels haben mich getötet. Darum muss ich dich jetzt töten.
schon wieder einer, der so krass rumspringen kann wie der von gerade. Die werden immer heftiger, ne? Ist ja auch klar. Ich muss Ausdauer tanken. Nö. Lass das bitte. Ja, jetzt kannst du mir nicht mehr so einfach davon laufen. Du willst auch? Komm her. Komm her, komm her. Come on, Schlampe, come on. Was? Hast du Angst bekommen? Hä? Hast du Angst bekommen? Oh, warte, ich tröste dich hier. So. Jetzt hast du keine Angst mehr. Wir nehmen einfach alles mit. Hier nehme ich auch einfach alles mit. So, Tagebuch aktualisiert. Habe ich einen Toaster gefunden? Ich glaube, ich habe einen Toaster gefunden. Wenn ja, dann bringe ich das Ganze schnell nach Hause. Elektromotor. Hä? Was wurde dann aktualisiert? Ach, ich brauche auch ein Kästchen und sowas. Ah. Ich brauche noch viel mehr Sachen. Ja, natürlich. Ist auch irgendwo logisch. So, ich habe wieder haufenweise Zeugs. Das kann ich aber zerlegen, falls nötig. Halt Krankheit leicht, ja. Wenn ich wieder so ein Multi-Ding erhalte, so ein Yeah, ich heile alles Ding, dann muss ich mir das aufsparen. Was ist das? Transformator. Transformator, brauche ich das für irgendwas? Warte mal, warte mal. Transformator, Elektromotor. Ne, brauche ich nicht. Das heißt, ich kann es zerlegen. Und mir so ganze 3 Kilo sparen. Und die ganzen anderen Sachen, die kann ich jetzt erstmal mitnehmen. Pistolenpatronen. Oh ja, die hätte ich gebraucht. Okay, diesmal ist der Weg aber nicht so weit. Muss man dazu sagen. Diesmal ist es akzeptabel. Da kann man sich wirklich durchkämpfen, wenn man das möchte. So wie wir es eigentlich schon die ganze Zeit machen. Irgendwie ist hier nicht so besonders viel mit Schleichen und alles, ne? Hm, du siehst echt gesund aus. Okay, wir hatten schon lange keine Tiere mehr als Gegner. Wo ist eigentlich... Meine Zielmarkierung ist weg. Warte mal, ich schau mal, ob ich hier irgendwas herstellen kann. Nee, war klar. Und jetzt, wo ist meine Zielmarkierung? Sektor 7D. Hier ungefähr. Oder C. Ich weiß es nicht mehr genau. Weiß mein Tagebuch ist noch? Ich weiß es jetzt nicht. D7. 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 Und was soll ich da finden? Irgendwas finden, stand da. Die Wetterstation im Sektor D7 finden. Alles klar. Jo, es geht. Bist du mein Freund oder mein Feind? Ist mir eigentlich scheißegal. Ich töte dich, wenn du mich angreifst. Jetzt kann man wieder alles mitnehmen. Und dadurch, dass der Weg diesmal nicht so weit ist, kann ich auch verletzt werden. Ja, dann muss ich nicht so viel, ja, so eine große Strecke halt laufen und sterbe dann hoffentlich nicht so elendig wie beim letzten Mal. Boah, das kotzt mich an, wirklich. Ach, hier waren wir doch schon mal. Nein, was auch immer du bist, geh weg. Geh weg. Alter, das hätte gefährlich werden können. Ach
Mann, so viele schöne Sachen und alles ist weg. Es kotzt mich so an. Was ist das? Pneumaschine. Fahrstuhl. Erforschen. Tagebuch aktualisiert. Schauen wir doch gleich mal. Ach so, ich kann den Fahrstuhl reparieren. Warte, was brauche ich dafür? Geil, Fahrstuhl reparieren. Kästchen und Mikroskop. Kästchen und Mikroskop, das ist jetzt nicht so besonders. Das kann man sogar... Ich töte den lieber jetzt, bevor der mich angreift oder so. Ich brauche mehr Ausdauer, definitiv mehr Ausdauer und mehr Leben. Geh drauf! So. Die Kämpfe sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. So, Pissspeichel. Pissspeichel? Gut. Feste Haut. Rohes Fleisch. Nehme ich gern. Nehme ich alles. Ich nehme alles. Ich nehme einfach alles. Scheiß drauf. Hier. Essen herstellen. Gut, sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Genau. Kann man so lassen. Wo ist denn jetzt mein Ziel? Ach, ich glaube, ich bin schon in Sektor 7D. Ja, lauf lieber weg, da hast du vollkommen recht. Du musst es jetzt selber finden, oder? Genau, ich bin schon in Sektor 7D. Der rote Kreis, nehme ich an, bin ich. Und jetzt muss ich das finden. Nicht dadurch gehen, das Glitzerzeugs. Glitzerzeugs ist böse. Ist das hier die Wetterstation? In das rote Ding nicht reingehen, das ist böse. Alles böse. So, so böse. Alles meins? Ja, ich habe natürlich auch eine ganz andere Mission ausgewählt. Darum wird mir das jetzt auch nicht mehr angezeigt. Natürlich. Es kann so einfach sein. Ich sehe jetzt die ganzen... Gemüsedinger und sowas besser, wenn ich in der Hocke bin. Aber anscheinend nicht gut genug. Der scheint sehr passiv zu sein, darum greife ich ihn an. Ah nein, doch nicht. Okay, wenn der abhaut, dann greife ich ihn nicht an. Zumindest diesmal nicht. Ich gehe einfach an den Typen vorbei. Ich muss jetzt nicht gegen jeden kämpfen. Kann ich natürlich, gerade so einzelne sind eher weniger das Problem. Gehe einfach mal auf die Jagd. Arschloch. Da bewegt sich was. Ich weiß nicht was. Scheiße, ich wollte mich von hinten anschleichen, aber irgendwie hat er mich gesehen. Kann ich noch weiter? Warum kann ich nicht weiter auf die einschlagen? Das ist voll unrealistisch. An den Gräbern kann ich nichts machen, okay? Aber da in dem Haus glitzert was. Okay, der Hammer ist einfach überkrass. Muss ich schon mal zugeben. Der Hammer ist einfach mehr als heftig. Der Hammer ist hammermäßig. Oh Gott. Hey, das kann man aufmachen normalerweise. Bolzen? Noch ein Bolzen? Hier muss man wirklich auf jede Kleinigkeit schauen. Kann man alles einsammeln. So. Alter Verwalter.
Das Spiel ist schon spannend, ne? Auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen leicht geworden ist, dadurch, dass ich es auch auf leicht gestellt habe. Ich sterbe ja immer noch. Da sieht man ja, wie viel das bringt. Hi. Hi. Du warst hoffentlich der Einzige. Ich weiß momentan gar nicht, was ich alles aufgesammelt habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, jetzt sieht man es tatsächlich. Sieht man tatsächlich besser. Wilde Möhre. Ich bin auch eine wilde Möhre. Ah, auf dem Klo ist nix, keine Kacke, die ich mir ins Gesicht reiben kann. Schade. Na gut, wir haben eigentlich genug zum Trinken. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich frag mich auch, woher ich die ganzen Flaschen nehme, weil ich habe eigentlich keine. Ich bin eine, aber ich habe keine. Komm her, mein Hühnchen, ich streiche dich mit dem Hammer. Das kann natürlich schon gefährlich werden, wenn der hier einen so schnappt. Aber mein Hammer, der kann auch gefährlich werden, auch wenn ich dich damit nur streicheln wollte. So, jetzt nehme ich erstmal eine andere Waffe, weil der Hammer ist ein bisschen für den Arsch jetzt gerade. Ein bisschen kaputt. Hier ist wieder irgendwas. Schnell einfach hier rein. Dann ist da nichts mehr. Wow, was war das denn gerade? Ach so, okay, ja, die Flaschen, die liegen hier einfach überall rum. Ist ja klar. Nägel. Da oben liegt was, ich sehe es doch. Isolierband. Kannst du dich jetzt mal entscheiden, wie groß du bist? Stahl. Mal ist er 2 Meter groß, mal nur 1 Millimeter. Nimm das Messer, danke. Radio Arabella. Radio Alabella. Alla. Stoßdämpfer. Was ist das? Fernglas. So. Gürtel. Ja, ich bin wieder voll beladen, Alter. Jetzt sehe ich erst, was ist denn das für ein Kack? Was bist du denn für eine Kacke? Wir hatten hierhin geschissen. So, Dosenfleisch. Nehme ich. Ich nehme einfach alles. So, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Antenne. Achso, ich soll die Antennen irgendwie irgendwo hinstellen. Hä? Ah, die Punkte zeigen mir wahrscheinlich an, wo es am besten ist, die hinzustellen, oder? Vielleicht sollte ich sie aufs Dach bringen, eventuell. Okay. Ich scheine der Sache näher zu kommen. Okay, ja. Lang. Leg das doch ab. Warum legt er das nicht ab? Ja geil, Alter. Ich kann damit nicht mal rennen, kann ich damit. Super, ich kann das nicht ablegen. Ah, doch, jetzt. Komm, ich bekämpfe dich mit großen Fäusten, Alter.
Fäuste gehen nie kaputt. Alter, aber die Fäuste machen sehr viel weniger Schaden. Hier irgendwo? Willst du mich denn hinführen? Was ist denn das für ein Kackvieh? Ein bisschen was von einem Ameisenbär. Ich verstehe es nicht. Ich muss wahrscheinlich ganz genau an die richtige Stelle. So, Tagebuch aktualisiert. Was sagt das Tagebuch? Finden, ja. Die Antenne aufstellen. Ach so, ich muss alle vier Antennen aufstellen. Ja, das ist eigentlich auch logisch. Ergibt doch irgendwo Sinn. Das heißt, wir dürfen das jetzt noch 3 weitere Male machen. Juhu. Bin ich hier sehr begeistert von. Nee, das ist halt so eine ganz einfache Mission eigentlich. Kann man mal machen. Hm? Kann ich nicht nehmen? Okay. Gut. Ja, ich wäre aber eigentlich dafür, dass wir die Antennen in der nächsten Folge aufstellen. Ja, ich finde, das ist eine gute Idee. Okay, ich hoffe mal wieder, dass es euch viel zu viel Spaß gemacht hat sogar. Und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.